Ja, gerade noch auf dem Behandlungsstuhl beim Zahnarzt zur Routineuntersuchung, ja, für ein strahlend weißes Lächeln. Naja, geht. Und ja, jetzt sitze ich aber im Auto, fahre jetzt erstmal zum Tanken, hol mir wahrscheinlich wieder den Preisschock, eine Tanke. Und ja, dann geht's los in den Serviceeinsatz. Ja, ich glaube, 1,52 ist im Moment gar nicht so schlecht. Ne? Das ist traurig, dass man das mal sagen muss, aber ich glaube, so sieht's aus. So, getankt. Ja, schreibt mir mal, was ihr gerade für einen Liter Diesel bezahlt bei euch in der Ecke. Und schreibt dazu, wo. Würde mich einfach mal interessieren. Ja, zum Thema Spritpreis, Autofahren und so weiter. Morgen Abend kommt ab 19 Uhr mein Interview mit dem Valentin zum Thema Elektromobilität. Ja, muss man sich jetzt wirklich überlegen. Aber Problem ist, dass mein Leasingvertrag noch 3 Jahre läuft. Ne? Also vorher geht da eh nichts. Also naja, ist halt leider so. Jetzt habe ich erstmal ein bisschen Fahrerei. Mache heute Morgen jetzt mal 2 Rangierungen oder heute. Und dann habe ich noch eine Störung und hoffe natürlich, dass noch irgendwas geht heute. Jo, danke Tobi nach Koblenz. Da kostet der Liter Diesel im Moment gerade auch 1,52. Ich fahre jetzt aber gerade an der Raststätte vorbei oder demnächst. Bin mal gespannt, was da dieses kostbare Nass kostet. Ja, ich war jetzt gerade hier an der Autobahnraststätte Neckarburg vorbei. Bin mal gespannt, ob ich den Preis sehe von der Autobahn. Ich habe es leider nicht gesehen von der Autobahn aus. Wahrscheinlich machen sie es mit Absicht, dass man erst rausfährt und dann den Schock bekommt, ne? Und sich dann sagt, ja, jetzt bin ich schon mal hier. Keine Ahnung. Aber ja, Autobahnraststätten so im Schnitt 20 Cent teurer. Aber ich fahre ja nochmal, glaube ich, an ein, zwei Autobahnraststätten vorbei. Ich habe ja noch ein bisschen. Ja, ich gehe jetzt übrigens mal live bei TikTok. Ich schaue mir einfach mal an, wie das sich mit dem Datenvolumen verhält, ob es jemanden interessiert. Und ja, wenn ihr Bock habt, schaut ihr mir zu beim Autofahren. Ich mache auf jeden Fall ein bisschen geile Mucke nebenbei. Also bei TikTok. So, ich mache kurz eine Rast hier auf der Raststätte Schönbuch. Eine rauchen, ja, und ihr seht ja den Spritpreis im Hintergrund, ja. 1,849 für Liter Diesel ist schon krass, ja. Ja, ich war jetzt so 20, 25 Minuten live bei TikTok. Ja, war echt cool. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich komme gleich wieder live, sobald ich geraucht habe. Jo Marcel, danke für die Info. Der Sprit, also Liter Diesel kostet in Tettnang 1,62. Auch sehr, sehr teuer. Ne? Echt traurig, hast recht, ja. Ja, ich bin jetzt übrigens unterwegs zum Schlüsseltresor. Ich war hier echt schon ewig nicht mehr. Jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen hirnen und suchen, wo der ist. Ne? Jo, Schlüssel habe ich mittlerweile und jetzt geht's zum HVT. Beziehungsweise ÜVT für eine Derangierung. Ja, ich weiß, Datenvolumen Unlimited gibt's ja alles, ne? Kostet aber natürlich alles wesentlich mehr Geld als meine jetzigen Tarife. Aber ich muss jetzt mal schauen, wie ich das am besten mache. Dann nehme ich euch immer mit auf lange Touren. Ne? Ja, genau. Habe jetzt übrigens 1,5 Kilometer zum HVT, das ist im Laufdruck.
So, mittlerweile habe ich den HVT erreicht. Und wie gesagt, ich war hier echt schon ewig nicht mehr. Und dann muss man immer wieder neu suchen, ne? Ich bin drin im Luxus-ÜVT und Luxus deshalb, weil es hier Tageslicht gibt. Ne? Das gibt es ja nicht überall. Ja, und hier habe ich eigentlich nur eine Derangierung zu erledigen. Da fliegt wieder eine 2-Mbit-Strecke weg, also einen S2M. Und ja, nichts Besonderes, aber ja, bringt Kohle und deshalb muss gemacht werden. So, das war's schon wieder. Zwei Doppeladern rausgerupft und ja, erledigt. Jo, das war's hier in, das kann ich so verraten, Schwieberdingen. Da habe ich jetzt, wie gesagt, eine Derangierung gemacht. Hab den Schlüssel jetzt wieder an Platz gebracht und jetzt geht's wieder in die andere Richtung, also wieder Richtung Heimat sozusagen, also nach Böblingen. Ja, ich bin mittlerweile längst in oder im Bereich Böblingen angekommen, war jetzt noch ewig am Telefon und fahre jetzt auch zum HVT. Bin mal gespannt, ob wir da reinkommen, weil so wie es aussieht, fehlt da irgendwie eine Zugangskarte. Ne? Ich werde es gleich sehen. Ja, und falls jemand von den Kollegen irgendwie im HVT 60 ist, Böblingen, bitte wartet mal. Ich bin gerade unterwegs dahin und wie gesagt, ich befürchte, dass ich da wohl nicht reinkomme. Ja, ich habe so fast gedacht, ich komme hier natürlich nicht rein in diesen HVT 60 Böblingen-Holz-Gerlingen. Ja, ich rauche jetzt so eine, falls noch ein Kollege von Telekom oder andere Netzbetreiber in der Nähe ist, der mich hier vielleicht aufsperren kann. Bitte kommt vorbei. Ja, ansonsten bin ich hier weg. Ja, kein Zutritt mit dieser Karte. Es war auch niemand da, der mich hätte reinlassen können. Also, da kann ich den Auftrag leider nicht machen. So ist es halt. Ja, und fahre jetzt weiter, wieder runterwärts, also Richtung Süden, und zwar in den Raum Rottweil, da habe ich jetzt noch eine Störung, und ja, ich komme wahrscheinlich dann demnächst wieder live bei TikTok, ne, also. Jo, jetzt haben wir ein paar Kilometer bis zum nächsten Kunden und zwar geht es hier echt um eine Störung mal zwischendurch. Ja, da muss ich jetzt aber an MFG fahren und es regnet, ja. Aber ich habe ja meinen Wunderschirm dabei und hoffe, dass ich da unbeschadet davon komme, beziehungsweise die Technik, ne? Aber ich werde es gleich sehen. Jo, Kevin, danke für deine Nachricht. 1,509 ist ja echt ein Schnäppchen, Alter. ja, wäre schön gewesen, wenn du dazu geschrieben hättest, wo. Jeden Augenblick müsste ich das MFG sehen auf der linken Seite. Laut Navi, ne? Aber das stimmt ja nicht immer. Ah doch, da war ich schon mal. Und zwar im Winter, da musste nämlich Schnee wegschaufeln. Ne? Moment. Ja, ihr werdet es gleich erkennen. Jo, da bin ich. Und wie gesagt, da war ich schon, ich glaube letztes Jahr im Winter, da war hier alles voller Schnee. Ne? Ja, und das MFW nochmal in ganzen Pracht. Im Moment hat es aufgehört mit Regnen, Gott sei Dank. Das heißt, ich kann jetzt hier in Ruhe ohne Trocknen prüfen. Mehr Kunde meldet Performance-Probleme, das heißt zu wenig Bandbreite. Ja, hat aber nur 650 Meter Leitungslänge, also daran kann es eigentlich auch nicht liegen.
Und der Port ist also voll da. Ne? Also da kann man jetzt mal nicht maulen. Maximale Bandbreite 120 Mbit im Down und knapp 53 im Up. Jo, jetzt habe ich immer meine Messungen gemacht und hier scheint soweit alles in Ordnung zu sein. Jo, jetzt fahre ich mal weiter zum Kunden. So, jetzt fahre ich auf jeden Fall mal zum Kunde, wie gesagt. Und ja, der Kunde hat einen 35.000er VDSL. Scheinbar kommen da nur 25 an. Also ich konnte jetzt hier nichts feststellen, so auf die Schnelle. Und jo, wie gesagt, fahre jetzt mal zum Kunden, schauen wir mal, ob man die Hardware an, seine Verkabelung und so weiter. Ja, und hier kommt tatsächlich die Leitung noch über Überlandleitungen rein. Ne? Jetzt müssen wir den APL öffnen, weil unten war die Daten relativ schlecht. Ja, und ganz da oben kommt übrigens die Telefonleitung rein, ne? Wie man sieht. Geht aber jetzt auch noch hier rüber auf den Verteiler. Ja. Naja. So, für den Moment mal erledigt und jetzt gehen wir mal Richtung PTI, also Richtung Telekom, weil ja die Widerstandswerte vom MFG auch nicht so prickelnd waren. Und ja, es ist halt eine Überlandleitung, ne, die halt Wind und Wetter ausgesetzt ist. Und ich glaube nicht, also ehrlich gesagt, dass die Telekom da wirklich das Ding 100% zum Laufen bringt, weil ich habe jetzt mal die Leitung nochmal angeguckt, die geht hier über einige Verteilerstellen und so weiter. Und ja, wenn da halt irgendwas undicht ist und Feuchtigkeit reinkommt, ja, dann ist halt schon scheiße. Naja, auf jeden Fall tut mir jetzt echt alles weh, weil ich konnte ja nur in Hocke arbeiten da auf der Bühne. Die war wirklich so nieder. Und ach, jetzt nachher schon ein bisschen die Beine vertreten und mal eine rauchen. Jo, jetzt haben wir noch ein bisschen was zum Essen eingekauft, ne? Und ein Bull und so weiter. Und jetzt fahre ich Richtung Heimat. Ich bin jetzt im Bereich Oberndorf am Neckar. Alles klar mit dir, ne? Und brauche jetzt ja so circa eine halbe, dreiviertel Stunde bis nach Hause. Ja, mein Arbeitstag ist noch nicht rum. Heute Abend habe ich eine Besprechung mit dem Auftraggeber. Da lege ich mal wieder auf als Party-DJ noch in diesem Monat. Endlich mal wieder, ne? Und ja, ansonsten gehe ich mal davon aus, wird es noch das eine oder andere TikTok geben. Ja, und irgendwo wird schon noch irgendwas gehen und kommen. Ja, also wünsche einen schönen Tag, war relativ wenig heute. Nochmal der Aufruf an alle, die irgendwie mit Aufträgen im IT-Bereich zu tun haben. Wenn ihr im Südwesten Arbeit habt, meldet euch. Ne? Also, bis dahin, ciao.